Okay, wir hören irgendwas. War das das hier? Ah, okay. Ich dachte, das wäre vielleicht sogar eine Energiezelle. Aua. Okay, aber ich glaube, bisher sind wir noch bei den 100%. Naja, bis wir das Spiel beenden, sind wir immer noch bei den 100%, weil wir einfach das, was wir vergessen haben, wieder einholen könnten. Peinlich. Oh Gott, ich verwechsel die Tasten bei fucking Jack und Dexter. Das muss mehr in meinem Muskelgedächtnis drin sein als Laufen und Atmen. Okay, dann gehen wir mal Richtung Strand. Ich weiß nicht mehr, wofür das war. Diese Metallkisten sind ja dicker als der Schädel einer Jakau. Aber es muss doch was geben, womit man sie aufkriegt. Oh, ich habe komplett vergessen, wofür diese blauen Eco-Kugeln da hinten waren. Wir gucken gleich mal. Erstmal hier schön noch die Dinger einsammeln. Ups, sorry. Ups. Aber er ist gemein, deswegen nicht sorry. Vielleicht hätte ich erst gucken sollen, wofür ich diese blauen Dinger jetzt gleich brauchen werde. Aber ich laufe nochmal zurück. Und war hier noch irgendwas? Oh, die Kamera. Nein, okay. Lass los, Jack. Dankeschön. Komm, wir beeilen uns. Dann haben wir hier richtig viel. Lass mich in Ruhe. Nein, nein. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Noch können wir es schaffen. Egal. Ich weiß nicht, wohin. Ich weiß nicht, wohin. Klappe. Ist es eigentlich unhöflich, zu einem Hund Schnauze zu sagen? Der hat ja eine Schnauze. Weiß man nicht. Wo muss das blaue Eco rein? Ich weiß es nicht. Das finden wir noch heraus. Erstmal sammeln wir alles Mögliche ein, was wir einsammeln können. Seht ihr mal, da waren gerade die Blätter vor der Kamera und ich mache ihn hier. Ich sehe nichts. Ah! Hey! Habe ich mich gerade wirklich allen Ernstes bei Jack und Dexter erschrocken? Ja, das habe ich. So, haben wir hier alles? Noch ein Hund? Oh, dieser Pelikan. Oh, ich erinnere mich an diesen Pelikan. So, hier oben sind noch ein paar. Dieses wunderschöne, wunderschöne Spiel. Oh. Ey, das ist wirklich Hammer. Ich bin zurzeit so ein bisschen wieder tatsächlich dabei, alte Spiele, die ich früher als Kind gespielt habe, nochmal zu spielen, einfach mir die nochmal anzugucken. Und die vor allen Dingen auch meiner Freundin zu zeigen. Und gerade so Action-Adventure-Kinderspiele, die haben echt so einen Charme, das ist der Hammer. Es ist so wunderschön. Und es macht einfach Spaß. Überall muss man irgendwas sammeln und kann sich da die Welt angucken und die einfachsten Gegner. Also einfach im Sinne von simpel. Ich habe gerade eine Energiezelle geschnappt. Komm, wir treten ihn mal ordentlich in den Vogel hintern. Ja. Wir töten jetzt diesen Pelikan, weil er das hat, was wir wollten. Ah, da waren ja sogar noch Orbs im Wasser. Oh, ich hoffe, ich schrei nicht zu sehr. Schrei, schrei, schrei. Nee, ich glaube nicht. Was für ein seltsames Gut. Ding. Ich wette, wir kriegen... Ich habe das komplett alles vergessen. Schnell, wir müssen die Energiezelle kriegen, bevor der Pelikan sie wieder erwischt. Okay, sag das der Kamera. Mein Gott, los. In welche Richtung? Welche Richtung? Hier lang? War das hier lang? Nein, es war nicht hier lang. Es war auf jeden Fall nicht links wieder runter ins Wasser lang. Ja, Dexter, du musst dich aber auch entscheiden, was wir als erstes machen. So, wo ist der Pelikanplatz? Ist der irgendwie markiert gewesen? Nee, ne? Gut, dann machen wir das direkt nochmal. War das hier hinten?
Ich weiß natürlich, dass die Energiezelle längst schon wieder weg ist und bei ihm wieder in der Schnauze. Schnabel. Tiermünder. Okay. Dann achte ich jetzt mal genau darauf, wo der landet. Die Energiezelle. So, Kumpel. Er wartet nur auf den Schlag ins Gesicht. Okay, hier. So. Mühle. Mühle rechts von Mühle. Okay. Oh nein. Der Aufzug. Der Aufzug. Der Aufzug. Bitte Aufzug. Okay. Okay. Wir gehen einfach nochmal zurück. Wir tauchen hier kurz nach den Eiern. So. Und dann machen wir das Ganze noch ein drittes Mal. Die Kamera wird echt zum Problem. Will ich lieber rechts lang? Nein, ich muss diesen Aufzug nutzen, ne? Okay. Dann machen wir uns schon mal ready. Du unverwundbares Pelikan-Monster. Okay, go, 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 go. Und ha. Und hu. Jack, was war das? Was war das? Was war das? Was war das? Was ist das? Ja, will dieses Spiel mir einfach sagen, dass ich so eingerostet bin. Ja, du schluckendes Stück Schluck. Denn halt noch einmal. Ey, auch wenn das vielleicht für euch frustrierend ist, für mich ist das wunderschön. Allein die Atmosphäre. Guckt euch das an. Hinten geht die Sonne wieder auf. Man kann diese schöne Inselluft förmlich riechen. Es ist der Hammer. Ich liebe die Atmosphäre hier. Oh, es ist glaube ich sogar eher abends. Ups. Dennoch frisch. So, dann hier hoch, dann festhalten, dann Sprungrolle, Rollensprung, dann Rolli-Schnolli, so. Gib schon her, danke, exakt. Die Trophäe versteht's. Ein Schatz! Wir haben genug Orbs für eine Energiezelle zusammengeschnorrt. Komm, wir gehen zurück und tauschen sie endlich ein. Ja, Mann. Aber nein, wir machen das später. Warum ist hier alles so verfrickt laut? Waren seine letzten Worte. Gute Nacht, Jack. So. So, wenn wir schon mal dabei sind und das Ding nicht einsammeln können. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm, 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 komm. Oh, ich hab nicht genug, ne? Ich war nicht weit genug hinten. Okay, noch weiter nach hinten, noch weiter nach hinten, noch weiter nach hinten. Okay, hier. Dann ausrichten. Los geht's. Okay, gegen die Wand. Und da lang. Und hier. Und so. Und komm. Und hier hoch. Und hier hoch. Und ich mag diese Aufzüge nicht. Ich stoß sogar auf. Okay, wohin nochmal, wohin nochmal, wohin nochmal, wohin nochmal. Wohin nochmal? Ah ja, zum Pelikan. Der scheiß Pelikan. Machen wir das jetzt? Machen wir das jetzt? Nein, wir machen das nicht. Hier unten sind nämlich noch einige Sachen, die wir aufsammeln müssen. Vielleicht nicht. Aber noch muss ich's, weil ich noch nicht weiß, ob ihr 100% Run möchtet, bitte in die Kommentare schreiben. Bitte, bitte, bitte. Ich brauche euer Feedback. Ich habe heute halt vorm Aufnehmen, habe ich vielleicht ein bisschen zu kurzfristig gemacht, eine Abstimmung gestartet auf YouTube, mit welchem Spiel ich anfangen soll. Und da hat, glaube ich, einer oder drei Leute oder so nur mitgemacht. Und die meinten halt mit Jack und Dexter 1. Deswegen habe ich das jetzt hier
genommen. Aber es haben halt nur 3 Leute mitgemacht. Vielleicht ist es, wie gesagt, meine Schuld, weil es zu kurzfristig war. Aber ich weiß nicht, ob YouTube euch das nicht überhaupt anzeigt vernünftig. Oder ob ihr euch nicht beteiligen wolltet oder so. Aber das glaube ich nicht. Na komm. So. Ich werde jetzt, glaube ich, das allererste Mal in meinem ganzen Leben danach fragen, bitte benutzt diese Glocke, von der alle reden. Irgendwo kann man eine Glocke aktivieren und dann kriegt ihr auch mit, wenn es ein neues Video gibt. Ich mache nicht so viele Videos, das wisst ihr. Ich werde euch auf jeden Fall nicht nerven. Ihr werdet es nur mitbekommen, wenn es nach keine Ahnung wie lange mal wieder eins gibt. Deine Energie ist nicht voll aufgeladen mit diesem blauen Zeug, also bringt uns das überhaupt nichts. Ist ja gut. Okay, da hinten ist noch eine Energiezelle. Das war die vom Pelikan, oder? Nee. Oh, weiß ich gar nicht.